Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggendorum zu einem neuen Part. Miitopia mit dem Zwergenfürst. Ja, dann wollen wir sie mal dorthin packen, wo sie hingepackt werden wollen. Blackie wollte mit Greenie in ein Zimmer sein, dann soll sie das bekommen, soll sie auch mal in Greenies Zimmer reinkommen. Dann gehe ich mal mit Black Metal Fanleser, Blackie 2 in ein Zimmer, verköstigt. Das habe ich mal übersprungen, damit das nicht sehen müsst. Haben wir schon einmal gesehen. Und was haben denn Greenie und Blackie miteinander zu bereden? Neu im Zimmer. Lass uns Regeln festlegen. Alles klar. Ist ja auch nur ein Gasthaus, aber egal. Ist ja nicht so. Lass uns das Gasthaus sauber machen. Zu viert geht's auf Wanderung. Abmarsch. Naja, eigentlich muss das ja der Vermieter machen hier, der Betreiber des Hotels. Er ist nicht wirklich Vermieter, aber naja, lass mal putzen. Das Hotel, das Gasthaus. Die Geschichte gefällt Blackie. So, was haben wir da? Na toll! Wessen Gesicht ist das jetzt? Robert Felsen! Oha! Na denn. Greifen wir mal den Robert Felsen gemeinsam an. Zu viert jetzt schon. Na, volle Power hier. Blackie 2 ist Level 1 und Blackie 1 ist Level 2. Na toll. Das ist ja schön. Ich bin mal wieder verträumt. Ist ja sehr typisch. Egal, ich wollte den Felsen angreifen, aber so geht's auch. Ich muss Robert jetzt immer eine Cumulus angreifen, wenn ich den Felsen angreifen will. Na, Zwergi. Du verträumtes Wesen. Ha! Sieger dann. Oh ja, ihre Attacken sind noch ein bisschen. Naja, nur ein bisschen. Unterlevelt. Aber naja, was soll es? Sie ist auch das Level 1. Was zum? Ich ruhe mich mal ganz kurz aus. Die Macht des Horst. Lebenssteuer aktiviert. Nutze diese mysteriöse Streu, um einen Mii-Charakter wiederzubeleben. Ho, 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 dein Held hat keine KP mehr. Pech gehabt, ohne HP ist der Kampf so gut wie gelaufen. Aber das ist noch kein Grund, gleich aufzugeben. Mit dem Lebenssteuer kannst du Mii-Charaktere wiederbeleben. Der Lebenssteuer ist also ziemlich kostbar. Verschwende ihn bloß nicht. Ho, ho, ho. So, wieder voll aufgeladen und belebt. Spitzenklasse. So, eine hätten wir schon. Ich versuche meine Taktik. Sprungkieb. Na, das bringt doch was. Nee, schafft. Energisch. Irgendwie reagiert energisch auf meine Attacke. Du schaffst das. Na denn. Sprunghieb kann ich nicht mehr, zu wenig Magiepunkte. Na und, dann hau ich halt so drauf. Blackie macht dasselbe, hau drauf. Blackie 2 macht's auch. So. Oha. Gleich das halbe Team besiegt. So ein Mist. Wir werden das doch schaffen, oder? Geschafft. Jo, gerade so. Robert Hoffmann. Gerettet. Na, schönen Dank. 30. So viele schon. Ist ja auch Part 3. Dann mal weiter. Ganz toll gekämpft. Level 2 für Blackie 2. Wundervoll hier. Level up für Blackie 2.
Zugabe erlernt. So, Zusatz ERF, die kriegt ja dann wohl ohne Frage Blackie, die zweite. Dann ist die auch Level 3. Perfekt. Ist das Team jetzt einigermaßen gleich auf. Nehmen wir jetzt alle Level 3. Du hast ein Gasthaus gefunden. Nice. Oh, nächste Beziehung. Für Greenie und Blackie. Da wird's jetzt fruchtig. Angeben, gelernt. Füge Feinden extra Schaden zu und beeindrucke damit Freunde. Na denn, will eine Waffe, was soll er kriegen? Spielzeugdolch wurde gekauft. Naja, wenn's hilft, es verstärkt zumindest den Angriff. Dann soll Blackie 2 auch ihr Megafon bekommen. Sieht zwar ein bisschen kitschig aus, aber was soll's? Megafon wurde gekauft. Naja, ausrüsten. Komm, Angriff verstärkt. Auf geht's. Bringen wir dem Robert Hofmann sein Gesicht zurück. Ach, meine Komparsen, die bleiben wohl im Gasthaus. Die kommen nicht hinterher. Gut, dann halt nicht. Dann bin ich halt hier alleine. Nur im Kampf unterstützen sie mich. So muss jetzt hier alleine sein. Robert, hier hast du dein Gesicht zurück. Mach weiter Filmkritiken und Reviews. Na dann. Gut, war das alles. Er war auf einem Brocken. Nicht auf dem Berg, dem Brocken in Sachsen-Anhalt, sondern im Harz. Sondern auf einem Felsbrocken. Das ist es ja, da ist es ja wieder, mein Gesicht. Das hätte auch ins Auge gehen können. Gar nicht so übel, wie du das hingebogen hast. Eine Kleinigkeit hast du dir wohl verdient. Oh, nur 10 Gold. Was? Da habe ich aber deutlich mehr verdient. Hey, gib mir mehr Geld. Ich habe immerhin ein Gesicht verdient. Ein Gesicht wiedergeholt. Und habe mehr davon verdient. Na, ist halt ein Ekelpaket. Sag Robert Hofmann. So, Bibi müssen wir noch retten. Und Marmeladenoma. Ja, wollen wir Bibi nicht einfach so lassen? Das ist doch. Wäre doch für alle besser, oder? Wäre für alle Beteiligten ein besseres Spiel. Naja, letztendlich muss sie auch gerettet werden. Im Wunderwald. Ich denke, das ist der Ort, wo wir Bibi finden werden. Zumindest ihr Gesicht. Auf geht's, Leute. Bist du dir sicher? Ich fühle mich spitze. Wie viel? Das ist so komplett random Dialoge. Da ist was im hohen Gras. Was mag das sein? Ein neues Teammitglied oder was? Versteckt sich hier vom Gras oder was? Nachschauen. Das ist eine kleine Miezekatze. Miez, miez, miez. Oh, wie süß. Und was hat das jetzt gebracht? Na toll. Etwas zu fordern wäre nicht schlecht. Wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden. Die Dialoge sind sowas von unzusammenhängend. Er sagt irgendwas mit. Er stellt irgendeine Frage und er sagt, wie viel. Wie weit laufen wir noch? Wie viel? Wo lang? Ich gehe mal oben lang. Geh oben längs. Wie ist das? Das ist bestimmt besser. Das macht richtig Laune. Die Dialoge sind so. Oh, ein Pilz. Ein Grinsepilz. Ein Grimse oder ein Grinsepilz? Naja, man kann es bei dieser Schrift nicht wirklich erkennen. Oha, so schnell ging das. Verbrannt. Wie mit seinem Spielzeugschwert. Und sie mit ihrer Tüte dort. Ich mit Sprunghieb. Attacke. Na, klasse. Bam, das haben wir geschafft. Ein Kinderspiel. Hurra, Bratpilze gekriegt. Haben wir wieder was zu schnabulieren. Alles Paletti. Bleib mal auf dem Teppich. Das will ich aber nicht so.
so oft machen, das Schnabulieren, das Essen. Können die schon ein paar Tage mal überleben ohne Essen. Man muss jetzt nicht immer das Spiel unterbrechen in jedem Gasthaus, um mal ordentlich alle zu versorgen. Und dann habe ich dann 10 Mitglieder und die muss im Team und die muss dann alle versorgen. Das dauert dann wieder eine Stunde, bis wir hier alle, ja, alle versorgt haben. Hier kannst du mal einen MP-Bonbon essen. Vielleicht macht das dich dann auch satt. Erste Snackpause. Das wäre gelutscht, MP-Bonbon. Oha, 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 das ist zweideutig, Junge. So lutschte. Oha. Die Macht des Horsts. Was will der denn schon wieder? Ruhezone aktiviert. Ein spezifischer Ort, nein, ein spezieller Ort, an dem sich ein Meme-Charakter von Statusveränderungen erholen kann. Also doch ein Pokémon-Kampf oder was? Ho, 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 verhält sich ein Meme-Charakter sonderbar. Es kann eine Weile dauern, bis er wieder ganz der Alte sein wird. Nutze die Ruhezone, um diesen Vorgang zu beschleunigen. Als Bonus erhältst du sogar einen kleinen HP und einen MP. Doch eine Sache solltest du dabei nicht vergessen. Wer sicher in der Ruhezone aufhält, kann leider nicht mitkämpfen. Passe deine Strategie also entsprechend dem an. Ho, ho, ho. Na dann, ziehen wir doch mal die Blackie 2 in die Ruhezone. Die lacht gerade vor sich hin. Okay, hat aufgehört zu lachen. Warum auch immer sie angefangen hat. Ist mir ein Rätsel. So, erste aktive Aktion. Auf geht's. Na, war wohl nicht so aktiv, Winnie. Hast dich hingepackt. Okay. Haben wir geschafft. Mit Blackie 2 in der Ruhezone. Und weiter geht's. Oh, Queenie ist schon Level 4. Schön für ihn. Alle anderen sind Level 3. Bratpilze. Oh, ich mag Pilze. Schmecken so lecker. Toads sind meine Lieblingsspeise. Hm, Mario, pass auf. Ich fress dir deinen Toads weg. Jetzt nehme ich den unteren. Einmal den oberen, einmal den unteren. So machen wir's. Läuft alles wie am Schnürchen. Die Todfresser. Ihm wird von mir verspeist. Niemand war tot. Aua. So. Blackie ist Veganerin. Die ist keine tot. Ich esse aber Pilze. Ein Grinsepilz. Ich erledige euch alle, die Pilze. Ich schneide euch alle kurz und klein. Ich schnipple euch in Stücke und brate euch in der Bratpfanne. Dann gibt's schön einen Pilzeintopf. Njam. Zum Abendbrot. So, 36 schon gerettet. Das geht schnell hier mit den Rettungen. Das sind zwar keine ganzen Gesichter, aber Augenpaare. Aus dem Meme-Maker. Scheinbar mit Mund. Sichtbar waren nur diese Augenpaare. So, ein Glück. Schön, schön, schön. 32 Gold. Ich nenne es jetzt einfach Gold, weil. Oder Geld könnte es eigentlich auch heißen. 22, 3, ja, Gold trifft es besser. Ich bin ein Zwerg. Gold. Ich bin am Verhungern. Und ich erst. Njam, njam, Schmatz. Ist das etwas zu essen, Greenie? Hast du auch was für uns? Das war so, nein, ich tue nur so, als würde ich was essen. Was, wie? Wenn ich lange genug so tue, denkt mein Magen bestimmt, er wäre voll. Ach Mensch, Greenie. Ist mal wieder klar hier. Das ist das Traurigste, das ich je gehört habe, Greenie. Hoffentlich schaffen wir es noch bis zum nächsten Gasthaus. Ja, Lisa fängt hier gleich an zu heulen. Ah, meine Sippschaft hier, die ich mit mir rumführe. Hier, die hier durch die Landschaft irren. Du hast ein Gasthaus gefunden. Zu heulen. Passt das ja Ganze. Was der Ganze jetzt hier mal. So. Mini-Dufte.
Die scheinen sich zu befreunden. Saubere Arbeit. Guini bonert den Boden. Gut, so. Taus. Ich meine ja. Ich werde es nicht machen. Nicht bonern. Mal weiter. Vielleicht treffen wir irgendwann mal auf die Bibi gesichtsmäßig in irgendeinem Monster festklebend. Ich trage heute meine Lieblingssachen. Also deine Rüstung, deine orangene Rüstung, das ist deine. Oh, was haben wir da? Bibis Gesicht. Ah! Eine Maus. Eine Bibi-Maus. Komm schon. Komm schon, das ist zu. Das ist zu classic. Na denn. Wenn das nicht. Ich will nicht sagen, dass das passt. Nee, eine Babymaus. Nee. Ja, das ist schon ein ganz schönes Monster. Kann man wohl so sagen. Da lacht sich Zwergi fast zu Tode. Direkt mal die Ruhezone aktivieren. Stur! Blacky, die zweite ist ganz stur. Und dann muss ich mich mal in die Ruhe Pause legen. So, Attacke. Neue Technik. Zugabe. Zugabe. Los, Blacky, die erste. Zack. Besiegt. Jetzt müssen wir noch die Bibi-Maus besiegen. Huh. Ha. Ja, und noch ein Pilz, der war da, den habe ich nicht gesehen. Feuer! Blacky, die erste, ist ganz Feuer und Flamme. Ich muss sie einfach Lisa nennen und Blacky einfach Blacky. Passt, glaube ich, besser. Und Blacky, die zweite, ist aber auch süß. Dieser Name. Sie ist auch ganz süß, aber egal. So, Zwergi, du musst auch irgendwann mal weiterkämpfen. Der Sieg ist unser. Na los, Sprunghieb. Auf geht's. Zack. Besiegt. Bam, ein gutes Gefühl. Sprunghieb bringt sehr viel. Das scheint sehr viel zu bringen. Das ist so toll. 40. Geschafft. Level up für Blacky, die zweite. Bonus ERF. Das kriegt dann Blacky. Die erste. Und der Werfer Blacky. Blitz gelernt. Hervorragend. Käse. Mäusesnack. Da steht Mäusesnack. Wieso steht da nicht einfach Käse? Naja. Da sind wir wieder im Gasthaus. Und es gibt eine nächste Beziehung für Blacky und Greenie. Flüchtige Bekannte. Warnen gelernt. Haben wir alles schon mit mir durchgekaut. Nein, ich will weiter spielen. Für heute. Da müssen wir zumindest noch Bibi ihren Krams zurückgeben, ihr Gesicht. Ihr Face. Ihr Facebook. Was labern die da? Mir egal. Oha, nächste Beziehung für Lisa und Zwergi. Angeben gelernt. Besen für Blacky. Soll sie kriegen. Den Boden putzen. Oder was? Das ist eine Hexe. Kein Zauberer. Auf geht's. Blacky ihr Gesicht zurück. Damit sie wieder Wab-Wab-Badehida sehen kann. Und mit Julian ihre Baden in Schleimsachen erledigen kann. Beauty-Videos hier wieder machen kann. Und damit Domtendo hier seine. Und seine hier. Seine Liebe wieder hat. Hurra! Ich habe es wieder. Dieser Abenteurer hat das möglich gemacht. Immer doch. Vielen Dank. 3 Spielscheine erhalten. Oha! Ja, das wird auch mal wieder nötig, dass wir das mal machen. Toll siehst du aus. Noch besser als vorher. Irgendwie ist das süß. Na, die beiden, die fühlen sich wieder
sehr heimelig gemeinsam. Robert haben wir gerettet, den haben wir gerettet. Smurf haben wir schon am ersten Part gerettet. So, fehlt nur noch Marmeladenoma. Warum retten wir die eigentlich als letztes? Naja, egal. Sagen in die Felsgrundhöhle. Dahin gehen wir im nächsten Part. Wir können jetzt schon mal ein bisschen latschen, aber ich kann mal zwischenspeichern. Müssen wir das wohl hier noch ein bisschen machen. Erst im nächsten Gasthaus können wir. Naja. Dann machen wir das noch ein bisschen. Ich mache schon mal die lange Verabschiedung hier. Mich nach oben.